Na, wie wär's mal wieder mit ein wenig Eisenbahnromantik? Wir nehmen Sie mit ins Mansfelder Land, zur Wipperliese. Seit 100 Jahren zieht sie ihre Bahn von Kloster Mansfeld nach Wippra. Ihre Heimat hat sie bei der Malowa, einer der bedeutendsten Eisenbahnwerkstätten Deutschlands, in Bendorf. Hier wird sie vor jedem Einsatztag auf Herz und Nieren geprüft. Sag mir doch mal, was wir hier unten so sehen. Das sind die Räder, das erkenne ich. Die Bremsen sind dran. Richtig. Also ja. Das sind immer Drehgesteller. Ja. Zwei Achsen, ein Drehgestell. Ja. Und vor jedem Einsatz des Triebwagens wird er hier in der Wartungsgrube durchgecheckt. Das heißt, der Unterbau wird kontrolliert. Ist alles fest, ist alles in Ordnung. Funktionieren die Bremsen. Jeden zweiten Mittwoch und am Wochenende fährt der kleine Zug hin und her auf einer Nebenstrecke, die zu den schönsten hierzulande gehört.